Willkommen zurück zur 38. Folge des Let's Play Civilization 3 von und mit Mitgezwitschert und wir befinden uns im Kampf gegen die Römer. Und sie bedrohen uns hier vor den Toren mit zahlreichen gegnerischen Einheiten. Und das ist sehr uncool. Das ist auch ganz schön gefährlich. Können wir eigentlich nur eins tun, und zwar angreifen. Möglichst viele Angriffe draufhauen. Machen wir gleich noch weiter. Nee, du wartest noch. Du auch. Ja, hier gibt es wieder ein paar neue Einheiten. Wir bauen hier aber weiter die Mech Infantry. Die Einheit schicke ich mal irgendwo hin, wo so ein Pferdchen drin rumsteht. Hier zum Beispiel. Hier kann ich die Cavalry aufwecken. Und direkt... Oh ja, ich kann die hier ins Einheiten-Sammellager schicken. So, das einzige Ding, was wirklich was bringt, ist der Bomber. Der zieht nämlich ordentlich Lebenspunkte ab, was man von den Jets leider nicht behaupten kann. Die treffen nur so manchmal. Den schicke ich auch gleich weiter hier nach Gordion. Denn ich gehe davon aus, dass ich hier ganz schnell diese Städte einnehmen werde. Ich hoffe es auch ein wenig. Denn auf dem Festland bin ich den Römern ja haushoch überlegen. Also was heißt auf dem Festland? Ich meine auf meinem Landgebiet bin ich ihnen haushoch überlegen. Aber auf ihrem Landgebiet, also hier auf der anderen großen Insel, sieht es natürlich ganz anders aus. Da sind sie natürlich doch eher die unangefochtenen Herrscher. Also zusammen mit den anderen Zivilisationen, die hier eben noch existieren. Aber das sieht schon doch recht kompliziert aus. Okay. Gut, die können hier bleiben. Festgesetzt. Ja, schön. Der hat geschafft, den Bogenschützen umzuhauen. Und die Einheiten gehen jetzt quasi einen Umweg. Zumindest wahrscheinlich bis zum nächsten Bogenschützen. Der wird dann wieder auf mich schießen. Aber es sind enorm viele. Und ich glaube, ich habe in dieser Stadt, die dort... Ah, der nächste Bogenschütze. Dieser Stadt... Das war es auch mit der Kavallerie. Mit der Stadt, in dieser Stadt nur eine einzige Verteidigungseinheit und das ist dieser Krieger, den ihr da seht. Von daher ist das echt, sind das echt keine rosigen Aussichten. Und ich müsste mir echt Gedanken darum machen, ob ich nicht schon quasi aus der Not heraus mit den Römern Frieden schließen muss. Weil sie mir doch extrem überlegen sind. Ich weiß allerdings nicht, ob sie das annehmen, wenn ich ihnen das anbiete. Aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. So, in der nächsten Runde würden sie jetzt schon angreifen.
Quasi. Ich werde mal noch gucken, dass ich hier vielleicht noch ein paar Züge machen kann. Und noch so ein, vielleicht so ein paar Städtchen erobern kann. Ah, die Stadt, obwohl, nee, das geht nicht. Wenn ich die leer lasse, dann wird die rückfällig. Wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ja, mit dem Paratrooper werde ich jetzt mal da oben diese Einheit angreifen. Das klappt auch. Es wäre cool, wenn der nur schießen könnte. Dann würde ich den jetzt hier anschießen und das war's dann. Ich glaube, eine Runde lasse ich ihn noch umgehen, aber ich speichere mal zur Sicherheit, weil ich nicht ganz genau weiß, wie das jetzt hier weitergeht. Das ist die gerade Runde, das ist Runde 38. Ich speichere mal dazwischen. Und ich sage euch jetzt schon im Voraus, wenn ich diese Stadt jetzt hier in der nächsten Runde verlieren sollte, dann werde ich neu laden, definitiv. Ja. Aber meine Hoffnung ist natürlich, dass ich diese Runde noch überlebe. Sehr schön, sehr knapp. Auch. Aber es ist gelungen, diese Stadt einzunehmen. Und hier soll natürlich keine Modern Armor produziert werden, sondern erst einmal ein Courthouse. So kennen wir es ja. Und so mögen wir das ja auch ein wenig. So, hier ist wieder eine Einheit fertig. Die werde ich auch direkt hier hinten irgendwo hinschicken. Ja, geh mal dahin. Ja, und da soll doch keine Modern Armor produziert werden, sondern eigentlich eine weitere Mech Infantry. Aber nur bewegen sich erstmal die ganzen Arbeiter durch die Gegend, die leider immer noch keine Kohle haben. Also die Kohle ist noch nicht wieder vorhanden, nachdem mir ja die eine Kohlequelle erschöpft war. Und das hat jetzt natürlich den großen Nachteil, dass ich jetzt keine weiteren Eisenbahnverbindungen bauen konnte. Sonst würde das alles wesentlich schneller gehen und wir müssten nicht so lange den Arbeitern zuschauen, wie sie sich durch die Gegend bewegen. Tierisch langsam durch die Gegend bewegen. Ja, wo war das jetzt hier mit der Mech Infantry? Hier, Modern Armor ist falsch tatsächlich. Oh, ich könnte erstmal Manufacturing Plant bauen, bevor ich weiter mache mit den Einheiten. Ja, und hier ist weiter der Angriff angesagt. Ich versuche mal mit den Jets den zumindest irgendwie runterzuholen. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Oh, ein schöner Angriff. Auf die Kavallerie. Und die Jets sind irgendwie auch erfolgreich diesmal. Ja, alles erfolgreiche Angriffe. Das ist ja fast Magie. Ja. Die hat sich schon bewegt. Also, wenn wir jetzt mit diesem Panzer fortfahren und wir schaffen es auch, die Stadt einzunehmen. Install New Governor. Und der erste Auftrag ist natürlich das Courthouse. Kann ich natürlich jetzt direkt weiterziehen. Allerdings würde mir das zum Verhängnis werden. Ja, die schicke ich hier erstmal raus aus der Stadt. In Sicherheit. Und da ist auch eine weitere Kavallerie fertig. Mit der kann ich dann auch hier zum Angriff übergehen.
Die ziehen direkt an mir vorbei, die Kavallerien, an Gelsenkirchen. Ich weiß gar nicht warum. Vielleicht scheint der KI Gelsenkirchen zu stark befestigt. Weiß ich nicht genau. Aber es ist immer noch absoluter Wahnsinn, was sich hier bewegt. Okay, die Kavallerie hat es gut überstanden. Die meinige. Ja, wir werden natürlich aus eurem Gebiet rausgehen. Ich weiß gar nicht, wo ich in eurem Gebiet drin bin. Tut mir furchtbar leid. Eieiei. Okay, wir haben hier massiv Probleme mit Civil Disorder. Ich weiß gar nicht warum. Schlägt jetzt doch die War Weirdness zu? Oder woran liegt das? Hätte ich vielleicht doch schon in der letzten Runde noch den Frieden einläuten sollen? Das kann ich mir noch überlegen, weil ich habe ja. Da ist eine Ölquelle ausgegangen. Ist das schlimm? Nicht wirklich. Ich habe ja zwischengespeichert. Schlägt scheinbar doch jetzt die War Weirdness durch. Das ist nicht cool. Aber daran können wir jetzt erstmal nichts ändern. Jo, ja, dann werde ich mal durch die Städte ziehen und überall die Disorder reparieren. Überall dort, wo sie aufgetreten ist. Und es sind ja doch ziemlich viele Städte. Und ja, ich bin ja überhaupt kein Freund von Disorder. Und von daher werde ich jetzt vielleicht doch weiter so verfahren, dass ich Frieden schließe. Oh, hier haben die, da haben die Römer eine Stadt gebaut. Interessant. Oh, dass ich versuche, Frieden zu schließen. Auf dieser einen Insel haben sie die Stadt gebaut. Ja, mal gucken, ob sie das annehmen, die Römer. Ich mag keine War Weirdness. Und zumindest sollten sie mich wieder angreifen. Wird es ja sehr wahrscheinlich wieder eine Weile dauern, bis die War Weirdness zuschlägt. Weil ja auch in dieser Runde das eine ganze Weile gedauert hat mit der War Weirdness. Ja, ich hoffe, es liegt daran. Also ich wüsste sonst nicht, woran es liegen könnte. Das ist jetzt so meine These. Mann, 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 überall Disorder. Schon krass. Oder irgendwas ist ausgelaufen, zu Ende gegangen. Aber eigentlich, ich habe nichts erforscht. Kann eigentlich nicht sein. Wüsste nicht, woran es da liegen könnte. Ja.
Mannheim auch. Ja, kleine Neuenstädte natürlich noch nicht. Die sind ja gerade erst erobert worden. Cambridge war ich, glaube ich, schon. Ja, richtig. Hier in den Städten war ich noch nicht so richtig. In den alten... Im alten Kernland. Königsberg sieht gut aus. Ja, Berlin auch. Bonn. Gut. Okay, ich denke, das war's jetzt. Was ich vergessen habe, wird sich von alleine melden. Da bin ich mir sehr sicher. Jo. Und ich werde jetzt gucken, dass ich vielleicht noch diese römische Stadt einnehme. Die letzte, die noch in meinem... sich noch in meinem Land befindet. Install new governor. Great. Okay. Ich denke mal, die Flugzeuge sind noch mal an der Reihe. Da kann ich noch mal was machen. Hau ich vielleicht noch mal ein paar Bomben drauf auf irgendeine Einheit. What's a bomber good for? Und wenn das erledigt ist, dann versuche ich mal, Frieden mit den Engländern zu schließen. Engländer, ich sage immer Engländer, weil es vorher immer die Engländer waren, die, oder vorher die Engländer waren, die mich angegriffen haben. Ich habe die ja gar nicht angegriffen. Ja. Der Bomber ist echt gut. Gut. Contact. Purpose Deal. Peace Treaty. Na, er guckt jetzt nicht böse. Und er ist auch dafür. That's it. Okay. Wir haben den Friedensvertrag geschlossen. Und ich hoffe, die verschwinden auch gleich aus meinem Land. Das wäre auf jeden Fall schön. Ich muss mal eben gucken, was hatten die eigentlich die Amerikaner für ein Problem mit mir? Ach ja. Gut, das kann ich verstehen. Das Kriegsschiff steht ja mitten in ihrer Stadt oder vor ihrer Küste. Gut. Ja, und mit den restlichen Einheiten, die lassen wir jetzt eben aussetzen. Bayonne, oh, hatte ich tatsächlich noch nicht. Da geht auch noch das Manufacturing Plant zu bauen. Und ich schicke die jetzt auch hier rüber, die Mech Infantry. Weil ich nämlich sehr gerne auch die mobilen oder Mobile Armor loswerden möchte. Okay, Wake. Geh mal darüber. Musketman, den mache ich jetzt platt. Ja, naja, was heißt loswerden? Ich will die einfach rüberschicken in die neue Welt, weil ich habe jetzt zwar mit den Römern diesen Friedensvertrag geschlossen, aber man kann sich da ja nicht so wirklich sicher, nicht so wirklich sicher sein, ob der auch bestehen bleibt.
Denn immerhin habe ich die Römer doch ganz schön angepinkelt hier. Und andererseits haben sie mir den Krieg erklärt. Also ich weiß zwar nicht, warum sie mir den Krieg erklärt haben. Ich weiß nur, dass sie es getan haben. Ja, und ich möchte halt auch nicht, dass ich gleich wieder Krieg habe mit den Römern. Oh, der Arbeiter kommt auch gleich wieder raus und fängt an, weiter zu arbeiten. Das ist schön. Ja, festsetzen ist vielleicht auch gar nicht die richtige Sache. Ist halt auch die Frage, ob ich die jetzt wieder rebase auf den Flugzeugträger. Sie bleiben noch in meinem Land, das ist auch nicht cool. So, die Irokesen wollen mit mir reden, mit denen rede ich doch gerne. Klar, Weltkarte könnt ihr von mir haben. Wir sind die dicksten Freunde. Oh ja, oh ja. Wir möchten jetzt hier gerne eine militärische Allianz. Oh nee, nee. Wir möchten ein Protection Pack, ein Rite of Passage und Mio. Wir machen das einfach. Der kann nach 20 Runden beendet werden. Nein, ich bin, ihr könnt durch meine Länder gehen. Wir sind dicke Freunde. Wir sind quasi sowas wie die EU. Ich und die Sioux. Und das Schöne ist, wenn die Römer jetzt nochmal auf die Idee kommen, uns anzugreifen, dann haben wir zumindest in den nächsten 20 Runden die Sioux mit im Boot, die uns dann unterstützen. So, jetzt werden wir auch gleich sehen, ob ich überall alle Disorder gelöscht habe oder ob ich da eine Stadt vergessen habe. Das kann ja gut mal passieren. Okay, es sind einige Städte. Katra und Clipsi. Wo entweder gerade Civil Disorder beginnt oder Civil Disorder immer noch stattfindet. Das weiß ich jetzt nicht genau. Zwei russische und eine französische Stadt. Wenn ich mir das so merke, dann weiß ich schon so ungefähr, wo ich nicht gucken muss. Das ist dann ganz praktisch. Ah, Factory wäre nicht schlecht. Ja, ich versuche das mal mit der Factory. Switch immediately. Ah, hier werden ja so Sachen wie Offshore-Plattform nicht schlecht. Wenn man so viel mehr hat. Switche ich auch. Das switche ich auch. Und wir haben Stairs erforscht. Okay, Spaceflight. Ja, okay. Was ist das große Bild? Wie geht's weiter? Ich meine, ich habe jetzt alles erforscht, außer diese Technologien und ICBM Tactical Nuke. Die ICBM ist, glaube ich, oh, die ist auch mit. Ich weiß gar nicht so groß, was der Unterschied ist zwischen Marschflugkörpern oder Cruise Missile? Na, das können wir mal gucken. Was macht die Cruise Missile? Die hat Bombard 16, Range 2 und Rate of Fire 3, Movement 1. So, Tactical Nuke 001. Das sah bei ICBM genauso aus. 001.
Okay, Cruise Missile ist dann anscheinend doch mal was anderes. Okay. Auf jeden Fall ist das eine Nuklearrakete mit verheerenden Effekten. Können in U-Boote geladen werden und auf dem Meer gelauncht werden. Ja, ist natürlich, ich mag das nicht, weil die unwahrscheinlich große Verschmutzung anrichten. Und die ICBM hat Unlimited Rage, Range, auch den devasten Effekt. Can strike any target on the map. Okay, aber auch diese Waffe hat natürlich den krassen Effekt der Verschmutzung, deswegen setze ich die auch sehr, sehr ungern ein. Ja, sehr schön. Mainz hat zwei sehr gute Verteidigungseinheiten gebaut. Und ich habe nicht mehr so richtig Lust, diese Pikemen durch die Gegend zu schieben. Aber ich habe mir gerade überlegt, dass es doch recht sinnvoll wäre, das zu tun, weil hier sind noch so viele Städte einfach mal mit Kavallerien ausgestattet, wo noch echt viel zu tun ist. Ja, macht mal weiter, ihr Lieben. Sehe ich gerade, da fehlt noch eine Manufacturing Plant. Ja. Und ich hatte noch drei Orte, wo ich Disorder aufheben musste. Ich hoffe, die Runde ist noch nicht um. Ich weiß es nicht genau. Kann sein, dass die jetzt um ist. Das wäre doof. Ich muss mir mal wieder den Heli aktivieren, damit ich weiß, der Heli ist definitiv mein Rundenende. Und wenn der Heli dran ist, dann weiß ich danach, davor oder danach, ist irgendwann die Runde zu Ende und der Heli ist einmal die Runde auf jeden Fall dran. Ja, okay. Weiterhin viel Bewegung, viel nervige Bewegung. Okay, die Runde ist noch nicht zu Ende, das ist schön. Ich werde das gleich mal mit dem Heli machen, dass ich den Heli aktiviere. Und jetzt in diesen drei Städten. Zwei russische und eine französische, richtig. Genau. So. Ja, der kann auch automatisiert werden. Ich hoffe, die finden eine sinnvolle Tätigkeit. Infanterie fertig in Leicester. Ja, sowas wie Katapult kann ich natürlich auch rüberfahren. Mach ich. Da bin ich ganz krass drauf. Fahre ich einfach rüber. Ist ja auch nicht unpraktisch.
Ja, okay, die Straße ist fertig. Jetzt heißt es hier noch eine Straße zur Kohle bauen und dann sieht es schon gut aus. Dann kann ich nämlich wieder Eisenbahnschienen produzieren und darauf warte ich hier schon wieder die ganze Zeit. Weil dann können nämlich auch die Worker sich durch die Gegend bewegen und wir sehen nicht die ganze Zeit, wie sie hier so rumlatschen. Also wir sehen es trotzdem noch, aber wir sehen es wesentlich schneller. So, Cure for Cancer. Wir haben eine Heilung für Krebs gefunden. Das ist schön, das ist wundervoll. Auch wenn ich das für sehr unwahrscheinlich halte, dass man tatsächlich eine Heilung für Krebs findet. Und wir haben jetzt einen unglücklichen Menschen, den wir zufriedenstellen in jeder Stadt. Das ist schön. Dadurch haben wir wieder ein bisschen Puffer. Und durch diesen Puffer werden wir jetzt auch keine Disorder haben. Doch, in Riga und Portsmouth. Tja, wer hätte das gedacht? Bekommen wir doch Disorder. Ach, Factory dauert so lange. Na, macht mal so schnell, wie die Stadt wächst. Da ist die Library fertig, das ist auch ganz gut, weil dann gibt es hier gleich wieder mehr Quadranten, die ich bewirtschaften kann. Es sind zwar nur Wasserquadranten, aber immerhin. Courthouse, das fehlt ja noch. Als erstes die Library gebaut. Turned Grassland into Plains. Ja, und hier müsste ich mal gucken, dass ich diese Jets jetzt wieder verlege auf den Flugzeugträger. Yep. Sie rebase. Du kannst hier bleiben. Die Jets, die können ja auch wirklich gar nichts. Diese Scheißdinger. Die können wahrscheinlich nur andere Flugzeuge effektiv bekämpfen. Ja, Portsmouth und noch eine Stadt, deren Namen ich leider vergessen habe. Gab es hier mit Disorder? Oh, hier ist ja nochmal ein gutes Gebiet, um eine Stadt zu gründen. Schau an, schau an. Riga. Vielleicht sollte ich mich da gleich mal dran machen, bevor die anderen Länder hier auf die Nähe, auf die Idee kommen. Hier auf jeden Fall. Hier so noch eine Stadt und hier. Ja. Das hier muss ja eh alles erstmal halbwegs planiert werden. Ja, wenn das so ist, den schicke ich jetzt mal hier runter in meine Höllenstadt. Hier, wo fast kein Feld mehr unverschmutzt ist. Auf. Ja, und ich baue einfach mal einen Siedler. Mech Infantry kann auch. Ja, auch mal hier so ein Spearman ersetzen. Also Spearmans brauche ich nun echt nicht mehr als Verteidigungseinheiten behalten. Pikemen meinetwegen. Dann stehen da eben noch ein paar Leute mit Speeren in den Städten.
Gerade im Kernland wird ja nichts passieren. Ah, ja. Ihr seid gleich wieder in der Lage, Railroads weiterzubauen. Gleich natürlich in großen Anführungsstrichen. Also ich glaube, da bauen mehrere Arbeiter an der Straße zur Kohle, aber sicher bin ich mir da nicht. Ja, du bist mein Rundenende. Muss erstmal acht deiner Helden dort sammeln. Ja, Pikeman kann ich wieder awaken. Den schicke ich jetzt hier hin oder so. Ja, und das Ding wird jetzt disband. Nee, Spearman hebe ich nicht mehr auf. Komm mal hier hoch. Okay. Near New Hastings. Massive Barbarians. Meine, ich habe ja da schon so ein Häuschen gesehen. Und Cologne hat den Settler schon fertig. Ja, dann mach du mal weiter mit dem Manufacturing Plant. Gucken, ob wir hier noch eine andere Stadt finden. Ist der Solar Plant fertig? Das ist schön. Near New Hastings, also hier. Ja, tatsächlich, das ist hier in der Nähe. Ah, ist das ärgerlich. Ja, das ist wieder super ärgerlich, weil das natürlich in der Stadt passiert oder in der Nähe dieser Stadt passiert, die wichtig ist für die Kohle. Ja, und wenn die Siedler jetzt hier gleich alle reingehen in die Stadt. Dann müssen sie wieder unterbrechen. Das ist doch scheiße. Ja, bin gerade. Weiß gerade nicht, was ich da machen soll. Hier ist noch eine Kavallerie drin. Ich versuch die mal hier. Ja, das geht sogar in einer Runde. Okay, super, super. Dann kann die zweite Kavallerie hier ein Stück vorgehen. Was? No. Carry on. Genau, und jetzt kann die dort die Einheiten verteidigen. So, und du, lieber Siedler, du kommst jetzt mal hier rüber und guckst mal, wo du hier am besten eine Stadt gründen kannst. Oh, Leipzig ist bald komplett gereinigt. Ich glaube, New Leipzig war ja auch eine der Städte, die irgendwie komplett verseucht waren. Aber es geht voran. Und das Schöne, also schön wäre jetzt ja wirklich langsam, dass ich Eisenbahn weiterbauen kann, weil mit Eisenbahn geht es einfach so fix. Da können die Worker halt unmittelbar an jede Stelle auf der Karte ohne Zugverlust gehen und dann verteilen sie sich natürlich auch rasch auf die einzelnen Verschmutzungen und können die auch viel schneller beheben und dann passiert auch nicht sowas wie das, was jetzt gerade passiert, und zwar, dass im Süden meiner Karte die Städte einfach alle verschmutzen. Ja, auch die Runde ist wieder um und hier sammeln sich langsam eine ganze Menge Einheiten.
Das ist schön. Ja, geht aus meinem Land raus, sage ich. Wer durch mein Land gehen darf, sind die Sioux, nicht ihr. Ha? Die Sioux sind meine Kumpel. Wisst ihr Bescheid? Ihr Römer nicht. Ihr habt gerade noch gegen mich den Krieg erklärt. Ihr seid einfach mal böse. Böse Römer. Jo, hier kann es direkt weitergehen. Eieiei, Victory dauert lange. Aber ich mache das einfach mal. Weil dann geht es einfach schneller weiter. Brandenburg hat ein Solarkraftwerk fertiggestellt. Neu-Berlin hat das Recycling Center fertiggestellt. Canterbury hat den Hafen fertiggestellt. Könnte ich schon das Hospital angehen? Es geht sicher auch rasch. Ja, und hier kann ich natürlich auch sowas wie eine Fabrik machen. Wenn ich die nicht schon habe. Nee, habe ich noch nicht. Kann ich auch noch nicht. Da habe ich, muss ich, glaube ich, erst mehr Einheiten haben, mehr Einwohner haben. Dann macht man das mit dem Hafen und der Offshore-Plattform. Ja, der Treasure ist leer. Global Warming verändert hier meine Landschaft. Das ist auch nicht cool. Ja, und das mit dem Global Warming liegt natürlich an der immensen Verschmutzung, die ich habe. Ja, wo sind denn die Barbaren? Was ich gerne mal gucken wollen würde, ist, wie es jetzt aussieht mit dem Bündnis und ob die Römer immer noch so stinksauer auf mich sind oder ob die sich eingekriegt haben. Dazu müsste ich allerdings mal auf meinen Zivilisationsberater gucken. Und das kann ich leider nicht, während sich die Arbeiter durch die Gegend bewegen. Und dieses verdammte Arbeiter durch die Gegend bewegen, das nimmt ja echt den größten Teil dieser ganzen Runden ein, die hier passieren. Ja. Ja, was soll man machen? Da sind mir ein wenig die Hände gebunden. So, die werde ich mal wieder aktivieren. Und irgendwie in die Städte schicken, wo sie noch gebraucht werden, wie zum Beispiel diese Stadt. Ja, du kannst auch direkt weiterziehen. Ja, hier oben wäre nicht schlecht. Ja, du hilfst auch mit, diese Straße zu bauen. Ist die Straße, die ist gebaut. Ich hab wieder Kohle. Großartig. Ja, dann bitte automatisieren Sie. Und zwar Zacki. Unit has already moved. Ah ja, okay, verstehe. Ja, jetzt ist die Runde schon wieder um. Ach, das geht aber auch manchmal schnell. Wir sind von der Zeit her 1943 mitten im Zweiten Weltkrieg, den bekanntlicherweise die Deutschen nicht gegen die Römer geführt haben, aber wir haben
gegen die Römer gerade Krieg geführt. Und der ist jetzt hoffentlich vorbei. Okay, hier geht's weiter. Da ist auch das Manufacturing Plant fertig. Und hier sieht es jetzt danach aus, als wenn die Stadt jetzt komplett fertig wäre. Ist ja auch immer was Schönes. United Nations Manhattan Projekt Longevity. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Vielleicht auch Longevity. Naja, ich weiß nicht genau. Ich baue das Ding mal. Ich weiß gerade nicht genau, was es bewirkt. Police Station. Oh. Liebe Leute, es blitzt draußen und donnert. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Vorhin hat es am Haus gepfiffen, als der Wind vorbeigezischt ist. Das war echt krass anzuhören. Ja, hier hatte ich ja genau, alles richtig. Forsch ruhig weiter. Wenn es erledigt ist mit dem Forschen, es sind noch nicht genug Einheiten. Ich brauche 8 für das Schiff. 8, das sind eine ganze Menge. Genau, ich wollte jetzt gucken, was Longevity ist. Das ist ein Small Wonder. Small Wonder, glaube ich. Nee, scheint doch Great Wonder zu sein. Longevity. Okay, die Städte wachsen einfach schneller, indem man gleich 2 Einwohner mehr bekommt, wenn die Stadt wächst. Und dann noch mein Auslandsberater. Ja, das sieht relativ gut aus. Die Amerikaner und die Irokesen sind sehr glücklich mit mir. Die Russen und die Engländer spielen quasi keine Rolle. Die Azteken sind neutral zu mir eingestellt und die Römer sind immer noch sehr, sehr sauer. Ja. Ich sollte vielleicht mal die Amerikaner kontaktieren. Vielleicht kann ich mit denen jetzt Luxuries tauschen. Ja, ich gebe denen eins und das ist auch ganz schön doof. Warum geben die mir ja nichts? Ich würde auch Gems nehmen, ist mir egal. Ja, die wollen mir irgendwie nichts geben. Das ist schade, gut. Goodbye. Okay. Wir haben mit den Irokesen Frieden, den Protection Pact und Rite of Passage und die Irokesen haben auch mit den Amerikanern das Rite of Passage. Ja. Ist ja seltsam, die haben mit den meisten nicht mal Frieden. Aber Krieg haben sie natürlich auch nicht. Krieg hat hier niemand im Moment. Naja, gut. Okay. Ja, dann haben wir jetzt ein Bündnis mit den Irokesen. Das ist schön. Der Krieg ist gegen die Russen, ach Quatsch, gegen die Römer erst einmal beendet. Das ist auch ganz gut. Ich weiß nicht, was die hier tun, aber irgendwie bewegen sie ihre ganzen verletzten Einheiten nach oben. Und ich denke, das soll es für
dieses Let's Play auch wieder gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht und hoffentlich friedlich bleibt. Zumindest solange ich nicht meine starken Einheiten in die neue Welt holen konnte. Bye bye!